Hallihallo miteinander und herzlich willkommen zu meinem 223. Kreativtipp. Hier wieder live aus meinem Bastelatelier Sabrinas Kreativecke in Würlingen. Seit heute darf ich ihn euch zeigen. Aber bitte nicht schockiert sein. Er kommt. Der Winterflyer von Konis. Wieso nicht schockiert? Es ist erst Anfang September. Für mich ist auch noch kein Winterdeko angesagt, sondern Herbstdeko. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch etwas daraus zeigen. Ich kann mich einfach nicht satt schauen. Ab diesen herzigen Pingus. Tara, tara, tara. So sehen sie aus. Und man kann ganz viele tolle Sachen damit gestalten. Plus gibt es sie auch noch als herzige Easy Stamps. Perfekt auch, sage ich mal, als Geschenk für Kind, für den Adventskalender oder wo auch sonst. Aber jetzt ist fertig Winter, jetzt gehen wir in Herbst. Schließlich ist heute ja auch Herbstanfang. Und ich möchte euch unsere brandneue Fenstercreme zeigen. Die Fenstercreme, die ist ähnlich wie die Schneecreme für die, wo das schon bekannt ist. Sie kommt in so Dosen daher und es gibt sie aktuell in drei Farben. In Top, Avocado und dann auch noch in Terracotta. Jetzt vielleicht schnell zur Behandlung. Wenn ihr die frisch bekommt, könnt ihr sie aufmachen. Und dann, ja, der sollte eben eigentlich hier drauf kleben. Aber man kann ihn hier auch mit der Schere rauslösen. Liegt dann der Deckel oder klebt der Deckel so, so oben drauf. Und hier hat es ganz eine glänzige Schicht. Und die tut man noch so in den Deckel, dass die glänzige Schicht oben ist. Und die andere Schicht, die draufgeklebt ist, unten dann in den Deckel und abdrücken. So ist für den Deckel mal vorbereitet. Und dann geht es darum, das Ganze hier abzulösen. Und noch eine untereinander zu rühren. Es hat auch noch so ein bisschen weisse Teile überall. Also wirklich gut mit einem Spachtel auch untereinander rühren. Ich habe das aber bereits vorbereitet mit der grünen Creme, die ich heute auch brauche. Und passend zum Herbst hat Konis auch zwei mega schöne Herbstschablonen. Die eine mit dem herzigen Kranz, wo das Füchsli noch im Sommervögel ein Küsschen gibt, mit einem Eichhörnchen, Kürbis und einem Igel. Und auf der anderen Schablone geht es eher Richtung Halloween mit so einem Häxli oder einer Katze oder auch einem wunderschönen Hirsch und Tannenbäumen. Und genau so einen Tannenbaum zeige ich euch auch jetzt auf einer Glasflasche drauf, einfach weil ich nicht an mein Fenster wollte filmen, weil ich die Installation ja hier auf dem Tisch habe. Also, wie gesagt, Creme gut umrühren. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Avocado genommen für den Baum und tue das Ganze jetzt hier aufstrichen. Jetzt, wer ein bisschen geübt ist mit den Flex-Schablonen, kann das natürlich direkt so mit Heben machen. Wer eher Mühe hat mit dem, kann es auch mit Molenklebband befestigen. So, also dann hier drüber streichen. Die restliche überschüssige Farbe kann man dann auch gerade wieder zurück ins Döschen tun. Ablösen, so, hier zurück ins Döschen streichen, so braucht das nämlich gar nicht viel Material. Und dann trocknen lassen, also so schnell ist das drauf. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es dann aussieht, wenn es trocknet ist, trüllen wir das einfach mal 90 Grad. Trüllen. Es ist ein bisschen dunkler und ein bisschen, ja, nicht ganz so grasgrün, wenn es abgetrocknet ist, jetzt das Avocado. Und zum Putzen geht es im Fall auch mega einfach. Ich nehme hier jetzt ganz ein normales Feuchttüchli und fange hier an, drüber rubbeln. Man kann auch zuerst mit einem Glaskeramikschaber drüber gehen, das abschaben und noch ein Fenster putzen. Das geht selbstverständlich auch. Aber auch so gibt es also wirklich kein Geschmier und es ist super ablösbar. Selbstverständlich kann man die wunderbaren Fenstercremen als Set haben und dann auch so auftreten, dass man sie in sich verlaufen lässt. Also mega tolle Geschichte, dass wir endlich farbige Cremes haben zum Fenster gestalten. Wenn du jetzt diese Produkte oder vielleicht auch schon etwas aus dem Winterflyer möchtest bestellen, melde dich unbedingt bei mir. Und ein Info habe ich noch, der Schnupperstart. Der eigentlich nur im August war, geht in die Verlängerung. Man kann, solange Vorrat reicht, noch bei Konis den Schnupperstart machen. Das heisst, für 0 Franken keinen Rappen bei Konis einsteigen und von allen Vorteilen profitieren, die es hat, Konis-Beraterin sein.
Und jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft, beziehungsweise eben so ein bisschen das Weihnachtsgeschenkli-Bastelgeschäft. Und das ist doch ein optimaler Zeitpunkt, um bei uns einzusteigen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Nachmittag, schönes Wochenende, bleib gesund und bis gleich. Tschüss miteinander.